Für den Brezelvorteig einfach das Mehl mit dem Wasser und der Hefe verrühren. Bis man einen glatten Teig hat. Der Vorteig kommt jetzt für 24 Stunden zum Gehen in den Kühlschrank. Für den Brezelteig brauchen wir als erstes den gut aufgegangenen Vorteig. Dann Milch. Dann traditionell Schweineschmalz. Ihr könnt natürlich auch Margarine oder jedes andere Schmalz verwenden. Und Salz. Wenn ihr habt, einen flüssig-sauer oder eben ein Roggenanstellgut. Ich tue jetzt noch ein bisschen was von meinem Lievito Madre rein, also sprich einen schönen, guten Weizensauerteig. Wenn ihr das aber nicht habt, könnt ihr das auch ersatzlos streichen. Dann natürlich die Hefe noch was dazu. Und Mehl, Type 550 und Backmalz. Worauf ihr beim Brezelteig besonders achten solltet, das ist, dass möglichst alle Zutaten kalt sind. Dann den Teig kneten, 5 Minuten auf langsam und dann 8 Minuten auf schnellere Stufe. Und dann macht am besten den Fenstertest, schaut, ob der Teig schon okay ist und wenn ja, dann kann man weiterverarbeiten. Den Fenstertest, da nimmt man einfach ein Stückchen Teig ab, das man dann zwischen den Fingern so lang auseinanderzieht, bis es ganz dünn wird. Und man beinahe durchsehen kann. Seht ihr hier? Es wird ganz dünn. Und es muss hier relativ klar sein, ohne Knötchen und ohne irgendwas. Und wie gesagt, es darf erst reißen, wenn es schon ganz dünn geworden ist. Dann ist der Teig genau richtig. Dann den Teig zugedeckt auf der Arbeitsplatte so in etwa 20 Minuten ruhen lassen. Nach der Ruhezeit 80 Gramm Stücke abwiegen. Wenn die alle abgewogen sind, dann in der Hand rund wirken und gleich lang. Rund und lang. Rund, so richtig schön Spannung haben und dann gleich lang. Wenn die alle lang sind, zudecken und noch einmal auch so für 15 bis 20 Minuten rasten lassen, damit der Teig nicht mehr so viel Spannung hat. Ich habe hier ein Blech, das habe ich mit einem Tuch belegt, das habe ich gemehlt leicht, da ich kein original Bäckertuch habe. Dann während dem Rollen drücken, dann einen Schwung geben. Ja. Ihr seht, ich kriege das auch noch nicht so wirklich hin. Dann nach dem Formen auseinanderziehen und auf ein bemehltes Blech legen. Nehmen, hochheben und zweimal rumwirbeln. Nach dem Formen ziehen und auf ein bemehltes Blech legen. Nach dem Formen ein bisschen mit Mehl abstauben, aber wirklich nur ein bisschen. Zudecken und in etwa 80 bis 100 Minuten lang gehen lassen. So, nach dem Gehen sollten sie entweder schon gut angehautet sein und wenn nicht, dann einfach auf ein kleines Blech und im Kühlschrank bzw. im Tiefkühler stellen. Das Angehautete ist wichtig, zum einen, dass man es gut handeln kann, wenn man es gleich laugt und zum anderen, dass sich die Haut nicht zu arg vollsaugt mit der Lauge. Beim Arbeiten mit Lauge ist es sehr wichtig, dass er zum einen Handschuhe anzieht, entweder normale Haushaltshandschuhe oder so wie ich jetzt Einweghandschuhe. Dann ist es wichtig, dass er eure Arbeitsfläche zwischen dem Blech
wo die abgesteiften Brezeln drauf sind, und dem Blech, wo nachher die gelaugten Brezeln drauf kommen, abdeckt. Sonst passiert es euch nämlich so wie bei mir. Hier seht ihr vielleicht die Flecken. Da habe ich mir das letzte Mal meine Arbeitsplatte versaut. Deshalb hier was zwischen reinstellen, das abgewischt werden kann und säurefest ist. Ich habe hier ganz normale 4%ige Lauge. Die gieße ich jetzt ganz vorsichtig in meinen Teller. Beim Umgang mit Lauge ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr vorsichtig seid. Und wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, dann zieht am besten alte Klamotten an und zieht euch eine Schutzbrille auf. Dann nehmt ihr euch die schön abgesteiften Brezeln, legt sie in die Lauge und dann kommen sie aufs Blech, wo sie gebacken werden. Dann mit einem scharfen Messer einschneiden. Und mit Brezelsalz bestreuen. Und dann sofort nach dem Laugen in den vorgeheizten Backofen. Gleich nach dem Backen mit Wasser absprühen. Dann kriegt ihr nämlich einen richtig schönen Glanz. Seht ihr? Die sehen richtig schön aus. Sind richtig schön knackig. Hier die Ärmchen, so wie sie sein müssen. Und der Bauch. Richtig schön. Fluffig, locker und lecker. Ich hoffe, ihr backt es mal nach und lasst es euch genauso schmecken. Ich wünsche euch was. Ciao!